Das ist Ethan B. Bradley, Hollywood-Star und Klimaaktivist. Für den Schutz der Kaiserpinguine produzierte er eine aufrüttelnde Doku. Aber auch wenn Sie nicht Ethan B. Bradley sind, können Sie ganz einfach in die Zukunft unseres Planeten investieren. Und wie das geht, finden wir zusammen heraus. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Wir sind im Sportbund-Eck im Allee-Center und das RTV Judo-Team präsentiert sich heute hier ein wenig. Johannes Frei, auch natürlich bekannter Kämpfer vom RTV. Ja, momentan kannst du aber leider nicht so aktiv sein. Ja genau, ich bin zurzeit verletzt. Ich habe mich letzten Jahres im Oktober in Abu Dhabi beim Grand Slam verletzt. Werde natürlich aber für die Mannschaft da sein, die am 3.6. kämpft und die mental unterstützen. Dann kann man die Zeit sozusagen auch mal nutzen hier vor Ort, wenn du für den RTV kämpfst, so ein bisschen Kontakt zu der Bevölkerung zu bekommen. Ja klar, ich freue mich heute hier zu sein, dass wir hier so ein bisschen Werbung machen für unseren Heimkampftag. Ist immer gut und ich hoffe, dass die Halle wieder voll wird. Und gegen Ende des Jahres, so ist der Plan, steigst du dann sportlich auch wieder ein? Ich hoffe, dass ich Ende des Jahres wieder das Go von den Ärzten bekomme und Ende des Jahres wieder auf der Matte stehen kann, ja. Und das große Ziel, Olympia 2024, das bleibt auf jeden Fall. Das bleibt auf jeden Fall, ja. Und der kommende Heimkampftag vom RTV, den wirst du auch verfolgen? Genau, ich werde vor Ort sein und wie gesagt, die Mannschaft da unterstützen, soweit ich kann. Vom Mattenrand leider noch, aber das ändert sich hoffentlich nächstes Jahr wieder. Ja, dann danke ich dir schon mal und Michael Roschedow ist natürlich heute auch hier vom RTV. Am 3.6. der nächste Heimkampftag gegen Hertha Wahlheim. Was erwartest du da? Ja, wir haben ja nach dem etwas schwierigen Start gegen Hamburg in Potsdam schwer zugeschlagen und 2 Punkte geholt. Und das wollen wir natürlich so weiterführen. Und ja, wir schulden dem Remscheider Publikum noch einen Heimsieg und den werden wir holen. Man sieht jetzt auch wieder, es gibt Verletzte natürlich, die aber auch welche, die vielleicht irgendwo anders kämpfen müssen. Es ist immer noch das Thema, wer kann antreten, wer nicht. Ja, das ist in der Judo-Bundesliga immer so. Glücklicherweise geht das tatsächlich allen Teams so. Und wir haben ja in der Winterpause geschaut und analysiert, so dass wir uns auch sehr breit und breit gefächert in den verschiedenen Wettbewerben aufgestellt haben mit Kämpfern, so dass wir eine sehr starke Mannschaft da haben werden, auf jeden Fall. Und Hertha Wahlheim, hast du die vorher auch schon analysiert vielleicht? Ja, natürlich. Das gehört natürlich dazu. Die haben natürlich beim Grand Prix in Prag sehr viele Kämpfer, die abstellen. Aber man darf nicht vergessen, die sind ein echter Favoritenschreck. Die haben fast in Hamburg gewonnen. Sie haben Potsdam zu Hause 1 Punkt abgeknöpft. Da sind wir auf jeden Fall auf der Hut und werden sie nicht unterschätzen. Und am 3.6. gibt es neben dem Kämpfen an sich auch nochmal so ein kleines Sommerfest? Ja, wir haben die Artistic Jumpers in der Halbzeitpause. Und natürlich ist für das leibliche Wohl gesorgt. Es wird gegrillt. Kaltgetränke und wer da mehr auf Kaffee und Kuchen steht um die Uhrzeit, für den haben wir natürlich auch was im Angebot. Ja, wunderbar, dann danke ich dir. Also am 3.6. geht es weiter für das RTV Judo-Team, dann gegen Hertha Wahlheim.